So, meine lieben Freunde, hier vorne ist der Scheibenwischer und hier oben oxidiert das Glas. Hier kann man es besonders gut sehen. Warte mal. Seht ihr das? Genau, jetzt könnt ihr sehen, was ich meine. Ne? Da. Das wird gleich verschwinden. Ne? Das habe ich oben natürlich auch. Und dann habe ich sogar im Sichtfeld, aber das ist im Sichtfeld habe ich das durch das Salz. Ne? Bearbeiten wir die Scheibe. Es war fast ein bisschen zu viel Wasser, aber das macht nichts. Also dieser Zustand hier, wenn das trocken ist, wenn mit dem Finger rüber geht und das ist nicht mehr feucht, dann ist das okay. Dann braucht ihr da nicht weitermachen, dann bringt das nicht. So, hier müssen wir mal so vorsichtig sein. So, geht mal wieder kreiseln. So. So, ich mache noch eine Line hier sozusagen. Kreisel ich noch mal rum. Ganz trocken ist es nämlich noch nicht, aber es wird langsam trocken. Und dann wische ich das mal ab. Dann gucke ich mir mal das Ergebnis. Ja, okay. Schaut euch das mal ab, das Ergebnis. Alter. Schön. Wirklich schön. Also ihr seht, da ist nichts mehr. Was da eben noch zu sehen war, das war ja die Ecke, ist jetzt auch komplett verschwunden. Das seht ihr? Nee, ist komplett verschwunden. Als wenn die Scheibe gerade frisch eingesetzt wurde. Wunderbar. Ich bin schwer begeistert, Leute. Was passiert? Da hält sich nichts mehr drauf. Jo, das war's. Und so ist das auch bei der Rückfahrkamera und bei meinem Rückspiegel. Meine lieben Raucher, Nichtraucher, Dampfer und Tütengaser, ein neues fantastisches Video hier an meinem Kona. Ich hatte es euch versprochen, in dem heutigen Video geht es um das. Ihr seht schon, also ihr seht es nicht, ihr seht es hier, Soft 99 aus Japan. Und was macht man damit? Das ist ein Glaspoliturmittel und ich hatte es euch schon mal gesagt, dass die Scheiben hier am Kona, im Bereich, wo der Scheibenwischer ist, hier außen, hier vorne und hier langsam Grauschleier entwickeln. Und das werden wir jetzt mit diesem Zeug runterholen. Und das werde ich euch zeigen. Jetzt zeige ich euch als erstes erstmal den Grauschleier. So, meine lieben Freunde, hier vorne ist der Scheibenwischer und hier oben oxidiert das Glas. Wie kommt das, dass dieser Grauschleier sich bildet? Das ist ganz einfach. Das ist einfach von dem ganzen Schmutz, der hier drauf sitzt. Und dann steht das Auto in der Sonne und dann brennt sich das in das Glas. Und das kriegt jedes Auto nach ein paar Jahren. Und wenn ich da jetzt mit dem Lappen rübergehe, dann sieht man es besonders deutlich. Seht ihr? Hier ist dieser Grauschleier. Sieht man besonders gut immer nach dem Waschen oder wenn da Wasser raufkommt und man wischt es ab. Hier. Und das habe ich hier auf der rechten Seite genauso. Ihr müsstet das sehen können. Hier läuft der Scheibenwischer längs. Und da, wo natürlich der Scheibenwischer längs läuft, hält sich das mit dem Grauschleier in Grenzen, aber hier bilden sich auch schon Punkte. Und hier ist es natürlich ganz extrem. Ne? So, und den werden wir jetzt runterholen, den werde ich jetzt runterpolieren. Mit diesem Soft 99, das ist das Z-Produkt. Z steht nicht für Krieg verlieren, sondern Z steht hier für es ist getrennt. Es gibt, das Ganze gibt es auch noch in einer, ja, in einer Flasche, wo oben auch gleich der Polierschwamm mit eingebaut ist. Ich finde das eigentlich ein bisschen sympathischer hier mit diesem Einzelgeschichten. Hier ist,
Hier ist der Schwamm, der Polierschwamm. Und das ist auch, das ist nicht für Maschinen, das ist für Handpolitur gemacht. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, meine Lieben, ich habe das jetzt ausgepackt, den guten Stoff. Was ist vorbereitende Maßnahme? Erstmal gut durchschütteln, ist klar, ne? Dass sich das Zeug vermischt. Wer weiß, wie lange das im Lager gelegen hat. Und das mixen wir jetzt erstmal schön durch, dass die Inhaltsstoffe da drin, die Schleifpaste, hätte ich was gesagt, und alle anderen Inhaltsstoffe sich schön vermischen. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt runterkriegen. Ihr habt ja eben gerade gesehen. Also mit ein bisschen Feuchtigkeit sieht man das sofort. Und jeder, der einen Kohlen hat, weiß das auch. Ne? Und hier ist der Schleifschwamm. Der hat die gelbe Oberseite, die ist besonders hart, die nehmen wir nicht. Wir nehmen die etwas weichere Unterseite, das ist die graue Seite. Dann machen wir hier einen Tropfen drauf und dann polieren wir das in kreisenden Bewegungen, beziehungsweise am Rand natürlich so, polieren wir das, die Scheibe. Und dann sollte dieser Grauschleier, dieser Film, der sich da fest in die Oberfläche des Glases festgebrannt hat, sollte dann normalerweise verschwunden sein. So, das zeige ich euch jetzt. Am besten nehmt ihr auch ein bisschen Wasser. Ich habe hier eine kleine Wasserflasche mit. Benetzt das Glas mit Wasser. Wichtig dabei ist natürlich, ihr solltet erst in der Waschanlage gewesen sein. Ich habe mein Auto jetzt gedetailt. Wir können ja mal rumgehen. Also ist, und sie rutscht auch ganz gut. ja, den Schwamm, den packe ich mir hier in die Tasche. So, ich habe mein Auto gedetailt. Wir können ja mal rumgehen. Also das sieht wieder richtig anständig aus, wieder sauber. Das ist immer wichtig, dass das Auto sauber ist, ne? So, hier seht ihr das schon. Upsala. Also ich habe den Wagen jetzt gewaschen und mit dem Sonax Brilliant Shine gedetailt. Das hält bis zum Herbst, brauche ich mich nicht mehr um das Auto kümmern. Hin und wieder mal an die Waschstraße, abtrocknen, fertig. Das macht ihr zweimal im Jahr, also mache ich das. Ich mache das einmal jetzt Ende März und dann nochmal im Oktober und dann bin ich durch damit. Und ihr seht auch schon, also der Lack ist wieder im Sahnezustand. Das ganze Auto ist im Sahnezustand. Und wenn ich das da drüben sehe, dann kriege ich die Krise. Ne? Schaut euch das mal an. Wir gehen da mal dichter ran. Also das ist Autoquälen. Ne? Das Auto kaputt machen mit Ansage. Hier diese Waschstraßen, diese automatischen. Ne? Aua, aua, aua. Katastrophe, echt. Geht in die SB-Waschboxen. 2 € hat mich der Spaß gekostet, das Auto sauber zu machen. Die Sonne guckt noch ein bisschen aus dem Himmel. Also es reicht noch aus, um das Ganze mit den Scheiben zu machen. Ich werde nachher auch alle Scheiben machen, weil vorne habe ich das auch von dem Salz. Das hat sich da auch schon richtig reingebrannt. Also das Auto, ihr seht das hier schon vom Lackzustand hier. Das ist also dieser Detailer, der ist echt der Burner. Ne? Das sieht also echt gut aus. Das ist ja nur eincremen und einmal rüberwischen. Und dann hat man wieder einen wunderschönen smoothen Lack, ne? Und der Wagen perlt, ne? Also wenn es regnet, das Wasser, das stößt der Wagen ab. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir werden jetzt die Scheibe polieren. Wir werden erstmal links anfangen. Ich glaube, ich drehe den Wagen mal um. Mit dem Gegenlicht ist ein bisschen ungünstig, ne? Ich drehe den Wagen mal um und dann melde ich mich gleich wieder. So, jetzt habe ich den Wagen mal umgedreht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch gut sehen kann. Aber ich will euch mal zeigen, wie ich da vorgehe. Also als erstes Auto waschen, Scheibe sauber machen. Nicht, dass ihr hier noch Sand drauf habt und ihr mit dem Sand sozusagen euren Lack verkratzt. Alter, ich sehe hier gar nichts. Warte mal. Ja, okay. So, ich mache das, benetze das mal ein bisschen mit Wasser, den Bereich hier. Und jetzt kann man es eher schlecht sehen. Warte mal, wenn ich jetzt meine Hand rübergehe, können wir das noch sehen? Boah, können wir noch sehen. Also hier sieht man das. Hier ist dieser Schleier. Genau dieser ganze Bereich. So, und nun nehmen wir uns hier unseren Polierschwamm, ein bisschen was von dem Produkt und kleckern uns hier vorne bisschen was von der Soße rauf. So, zwei so eine kleinen Nupsis. So, und das verteilen wir hier so ein bisschen. Ja, und dann in kreisenden Bewegungen
bearbeiten wir die Scheibe. Es war fast ein bisschen zu viel Wasser, aber das macht nichts. Pass auf, dass ihr nicht auf den Lack kommt. Hier unten könnt ihr das ja so ein bisschen vorsichtiger machen. Und hier seitlich. So, und dann solltet ihr das normalerweise so lange machen, bis das Zeug trocken ist. Dadurch, dass ich natürlich jetzt hier viel Produkt drauf habe, mache ich natürlich noch ein bisschen mehr, ne? Ist ja klar, ne? Ganz in die Ecke kommt man natürlich hier nicht rein. So. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Ihr könnt ein bisschen was sehen. Jo. So, dann mache ich hier mal weiter. Ohne Wasser. Glaspolitur, meine Freunde. So, hier unvorsichtig beim Lack. Die ist auch nur für die Handpolitur, weil die ist ein bisschen gröber. So, und jetzt kommen wir langsam in den Zustand, seht ihr, wo es trocken ist. Dann ist das auch okay, dann ist das Produkt verbraucht. Ich nehme hier noch mal einen Tropfen für die rechte Seite. Schaut selbst. So, nicht ganz so viel. Das reicht schon. Und dann mache ich hier auch noch weiter. Vielleicht noch einen Schluck. Einen kleinen Schluck Wasser da noch zu. Ein bisschen benetzen. Genau. So. Also dieser Zustand hier, wenn das trocken ist, wenn mit dem Finger rüber geht und das ist nicht mehr feucht, dann ist das okay. Dann braucht ihr da nicht weitermachen, dann bringt das nicht. So, hier muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Hier unten. So, ich glaube, ja, wir sind durch. Ist trocken. So, jetzt nehmt ihr euch einfach einen Lappen und könnt den Überschuss, ja, könnt ihr abwischen oder ihr nehmt euch noch ein bisschen Wasser. Könnt ihr sehen? Vielleicht, ne? So. So kann man es besser sehen. So, jetzt müssen wir das bloß abtragen hier.
Das kann man ganz gut mit Wasser. Stellen wir mal einen stärkeren Strahl ein. Und tragen das mit dem Lappen ab. Die restliche Politur, die hier noch drauf ist. Und das mache ich mal. Am besten sogar, ich habe ja noch so ein Trocknungstuch, dann nehme ich das Trocknungstuch. Warte mal, das habe ich hier irgendwo. Ich glaube, es geht ein bisschen besser. Ja. Nehmen wir das Trocknungstuch hier. Sowieso schiedig. Ja, mit dem dicken Trocknungstuch geht es auch deutlich besser. Also nimmt nicht so einen dünnen Lappen, nimmt ein dickes Trocknungstuch. So. Und holt hier die Politur runter. So. So, jetzt haben wir die Politur hier runter. Und dann sollte die Scheibe normalerweise wieder sauber sein. Und Leute, es hat funktioniert. Aber auch nicht überall. Ein paar kleine Ecken muss ich gleich noch nacharbeiten. Das zeige ich euch noch. So, nehmen wir das mal weg. Wischen wir hier nochmal mit dem rüber. Na, da ist natürlich Produktrest drin, ne? Nehmen wir die hier, ja. Das ist auch blöd. So. So, und jetzt gucken wir uns an, das Vorher-Nachher-Ergebnis. Also es ist weg. Dieser Grauschleier ist verschwunden. Da bin ich sehr, sehr happy. Hier, schaut selbst, der ist feuchter Lappen. Was wir jetzt hier noch sehen, ist hier vorne am und hier unten an der Kante, das könnte ich euch mal näher zeigen. Das ist der einzige Rest, der noch nach ist. Das will ich gleich nochmal nacharbeiten. Hier unten. Pass auf. Seht ihr das? Hier unten am Rand und hier vorne am Rand. Ja, weil ich damit natürlich mit dem Schwamm nicht vernünftig hingekommen bin. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Geht noch dichter ran. Ja, jetzt könnt ihr es sehen. Also das ist noch übrig geblieben. Das kann ich aber gleich nacharbeiten. Ist überhaupt gar kein Problem. Aber in der Fläche ist alles weg. Die Scheibe ist wieder glasklar und ganz glatt. So muss das sein. So gefällt mir das. Fusselt ein bisschen, aber ist egal. Ihr könnt es sehen, ne? Also es hat funktioniert. Der Schleier ist verschwunden. Wie sieht das hier aus? Hier habe ich besser gearbeitet. Ne, hier ist das auch noch. Ganz knapp hier unten am Rand. Da gehe ich gleich nochmal, da arbeite ich nochmal nach, vorsichtig. In diesem Randbereich, hier vorne so 2-3 mm. Zum Glück kann man hier so ein bisschen in die Luft reinpolieren, weil hier unten beginnt erst der Lack. Aber die Scheibe ist wieder astrein. Dass Feuchtigkeit verschwinde. Verschwinde wie der Pups im Winde. Sieht gut aus, meine Lieben. Sieht sehr gut aus. Ja, hier also die Ränder werde ich nochmal nacharbeiten. Hier die Ränder werde ich nochmal nacharbeiten. Wie gesagt, hier unten die Ränder werde ich nochmal nacharbeiten. Diese Ränder hier will ich nochmal nacharbeiten und da hinten die Ecke. Aber ansonsten ist das toppi, ne? Beim Scheibenwischer. Lass mal gucken hier. Was sagt er hier? Hier war nämlich auch immer neuralgischer Punkt. Jo, habe ich auch gut weggekriegt. Ast rein. So gefällt mir das. Sehr schön. Okay. Also Leute. Papa wird jetzt. Papa. Papa Perle. Wird jetzt noch mal hier die Ränder abgehen und ist die Sache erledigt. Und dann will ich die Frontscheibe machen, weil die Frontscheibe hat nämlich genau das gleiche Problem in den Ecken. Und jetzt auch durch das Salz, weil im Februar hatten wir ja ein paar frostige Tage und haben die natürlich Salz gestreut, wie doof. Da war natürlich Salz auf der Scheibe drauf.
der Wagen stand mal in der Sonne und dann brennt sich das Salz richtig in die Oberfläche der Glasscheibe ein. Und das kriegt ihr nicht mehr weg. Das kriegt ihr mit Glasreiniger nicht weg. Das kriegt ihr mir gar nichts weg. Das kriegt ihr nur mit dem Zeug weg. Also ich mache das jetzt hier mal schnell, dann melde ich mich gleich wieder. So. So, meine Lieben, die Nacharbeit ist beendet. Ich nehme das jetzt mal runter. So, und wenn das Produkt beim Verarbeiten trocken wird, dann ist es verschlissen sozusagen. Ne? Also das mit dem Wasser war keine gute Idee. Ich dachte erst vielleicht ein bisschen ein paar Spritzer Wasser, aber ohne Wasser geht das viel besser. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob hier weg. Es ist weg, meine Lieben. Es ist jetzt noch ein bisschen Feuchtigkeit drauf. Jetzt muss ich mal den richtigen Winkel treffen. Hier kann man es ganz gut sehen. So. Da hatten wir ja vorhin das Problem, dass da noch ein bisschen Rest war von diesem Grauschleier. Ja, das, was ihr jetzt seht, ist natürlich Feuchtigkeit, ne? Ist klar, von dem Lappen hier, ne? Aber ich sehe es jetzt schon, da ist nichts mehr. Wunderbar. Scheibe wieder astrein sauber. So gefällt mir das. Das ging mir voll auf den Sack. So, hier wische ich auch noch mal ein bisschen nach. So, ich lasse das mal ein bisschen ablüften und dann melde ich mich gleich wieder, weil so richtig trockenen Lappen habe ich nicht, der das hier wegsaugt, oder doch? Na doch. Ja, okay. Schaut euch das mal an, das Ergebnis. Alter. Schön. Wirklich schön. Also ihr seht, da ist nichts mehr. Was da eben noch zu sehen war, das war ja die Ecke, ist jetzt auch komplett verschwunden. Ne? Seht ihr? Wartet mal. Nee, ist komplett verschwunden. Als wenn die Scheibe gerade frisch eingesetzt worden ist. Astrein. Tja. Meine Lieben, ich kann euch das echt empfehlen. Macht es auch. Nichts ist schlimmer als dieser Grauschleier, dieser Schmierfilm. Und die Scheibe, die ist jetzt pur und tief rein. Das seht ihr jetzt schon hier, so ein bisschen in den Wolken. Ne? Ich meine, rausgucken konnte man natürlich da. Warte mal, ich mach das mal sauber hier mit Wasser. Das mache ich hier nur wieder auch mal. Zack. Wunderbar. Wie frisch vom Glaser. Wirklich toll. Ich bin extrem begeistert. Wirklich cool. So, was kommt jetzt?
Das gleiche Problem habe ich auch an den Seitenscheiben, aber dann nicht so extrem. Hier insbesondere an der Frontscheibe. Ne? Da muss man in zwei Schritten vorgehen, in zwei Etappen. Da geht man in zwei Etappen vor, und zwar, ich filme das mal von vorne. Dann könnt ihr das ja sehen, wie ich das mache. So. Da haben wir nämlich genau das gleiche Problem. Ne? Also da gilt natürlich das Gleiche hier vorne. An der Frontscheibe. Sie muss sauber sein, das ist wichtig. Ne? Selbstredend klar. Ne? Sie ist sauber, hier sind nur ein paar Fussel drauf. Aber hier sieht man das auch, hier, der ganze Bereich hier unten. Ich könnte euch das mal zeigen. Genau das Gleiche. Echt ätzend. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Von wo kann man das am besten sehen? Schwierig. Wenn ich dann mit dem Lappen rübergehe, dann sieht man es besonders deutlich. Ja, hier sieht man es besonders deutlich. Okay. Also genau das gleiche Problem. Da, wo der Scheibenwischer ist, geht's. Und da, wo der Scheibenwischer nicht ist, seht ihr das? Hier vorne. Hier ist es okay. Und hier unten haben wir wieder den Schleier. Ne? Und den haben wir natürlich auch oben. Ne? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wenn ich jetzt hier mit dem feuchten Lappen so ein bisschen rübergehe, dann sieht man es sehr, sehr deutlich. Ich gehe nochmal dichter ran, denn vielleicht kann man es besser sehen. Hier. Seht ihr das? Genau. So, und die Frontscheibe werden wir jetzt genauso bearbeiten. So. Scheibenwischer hoch. So, die feuchte ich ein bisschen an. Ich mache das jetzt in zwei Hälften. Ja, hier kann man es besonders, ich muss es euch zeigen, jetzt kann man es besonders gut sehen, wo es nass ist. So, hier kann man es besonders gut sehen. Warte mal, seht ihr das? Genau, jetzt könnt ihr sehen, was ich meine. Ne? Und das wird gleich verschwinden. Ne? Das habe ich oben natürlich auch. Und dann habe ich sogar im Sichtfeld, aber das ist im Sichtfeld habe ich das durch das Salz. Ne? So. Meine Lieben, Feuer frei, würde ich sagen. Ne? So, lass mal gucken. Ich stelle das hier nochmal richtig ein. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Gut, wieder mal schicki. Bisschen was von dem Produkt hier rauf. Zwei Tropfen, also sehr ergiebig. Und ja, hier oben ist es auch gut zu sehen. Hier, wo der Scheibenwischer hier längs läuft. Läuft so. Das heißt, hier in der Mitte haben wir was, da haben wir was. Hier oben haben wir einen ganzen Bereich und hier seitlich natürlich auch. So, und das werden wir jetzt eliminieren. Meine Lieben. Dadurch, dass die Scheibe hier oben raufgepackt ist, lässt sich das sogar bis in den Rand gut verarbeiten. Hier auch. Ganz wunderbar. So, ich mache hier noch mal ein bisschen. Wollt ihr dichter rangehen? Wollt ihr dichter ran, meine Lieben? Ich weiß ja nicht, was ihr seht. Lass mal gucken. Ja, gehen wir mal ein bisschen dichter ran. Ne? So. Mache ich nochmal zwei Tropfen drauf. Eins, zwei. So viel nur. Ganz wenig. Hier am Rand muss ich, ich weiß es ja von hinten, ein bisschen gründlicher arbeiten. Ihr braucht nicht viel Kraft, nur ein bisschen, ne? Und dann habt ihr alles Salz, Grauschleier, diesen ganzen Scheiß, der ist dann weg, ne? So, jetzt kommen wir hier unten in den Grauschleierbereich.
Ja, muss man ein bisschen rüber gehen. Immer in kreisender Bewegung. Ne? Am Rand ist das natürlich schwierig. Und hier oben ist es auch schwierig. Pass auf, dass ihr da nicht gegen Lack kommt. Das Zeug ist grob. So. Gerade hier unten, wo man auch so selten sauber macht, ne? Wo die Scheibenwischer normalerweise immer drüber liegen. Aber das sieht schon ganz gut aus, also es fühlt sich schon gut an. So. So, das müsste ungefähr die Mitte sein. So, jetzt gehe ich hier nochmal längs. So ein bisschen überlappend mit den kreisenden Bewegungen. Ja, ich mache das hier oben extra gründlich. Ich will mir hier auf jeden Fall die doppelte Arbeit ersparen. Ne? Das ist dann gleich beim ersten Anschlag, also beim ersten Schlag sozusagen, Reinigungsschlag hier vernünftig ist. Ne? Quitsch. Wo war ich stehen geblieben? Hier, ne? Und den Schwamm braucht ihr nicht wegschmeißen, den könnt ihr wiederverwenden. Reinigt ihn, wenn ihr zu Hause seid, einfach in der fließenden Wasser. Und dann seid ihr wieder einsatzbereit, ne? So. Gut. So, meine Lieben. Dann kommt wieder das gleiche Spiel. Dann tragen wir das ab mit dem feuchten Trockentuch. Und schauen mal, was hier so Sache ist. Das sieht schon mal ganz gut aus. Sehr gut. So. Ah, scheiße. Das war dumm. Das war dumm. Das war eine dreckige. So. Okay. Ist der Schleier weg? Ja. Ist weg. Na, nicht ganz. Hier ist noch ein bisschen was. Und hier seitlich. Also hier muss ich noch mal nacharbeiten. Das mache ich nachher mit Glasreiniger noch mal. Jetzt gucke ich mir erst mal an, wo ich nacharbeiten muss. Also es funktioniert nicht beim ersten Mal. Also, das ist innen, ne? Moment. Ja, das ist Schmutz von innen. Ja, hier ist noch was. Also das meiste ist schon runter. Hier am Rand ist auch noch ein bisschen was. Da muss ich noch mal nacharbeiten. Und das tue ich dann mal. Dann melde ich mich, nachdem ich das hier nachbearbeitet habe. Also hier unten in dem Rand ist noch ein bisschen was. Und hier an der Kante muss ich auch noch was machen. Ansonsten sieht die Scheibe schon
relativ gut aus. Gucken. Ja, hier so ein paar Punkte sind hier noch. Hier unten ist alles weg. Da habe ich gut gearbeitet. Ich gehe jetzt noch mal hier rüber, über die Ecke und die Kante hier. Im Grunde genommen das gleiche, wie was wir vorhin auch hatten. Aber ansonsten ist alles andere gut. Gut. Gucken. Jo, sauber. Das ist so hartnäckig. Hier ist immer noch was. In dem Bereich hier. Muss ich dreimal rüber, unglaublich, ne? Wo war das? Hier. Ein bisschen mehr Druck und dann passt das schon. So. Okay. Schauen wir mal, was es jetzt sagt. Wartet mal, Leute, das kann von innen sein. Das wäre wohl der Hammer, ne? Moment mal. Ich gucke mir das mal von innen an. Könnte ja sein, dass das von innen ist. Ja, tolle Wurst. Das ist von innen. Ja. Das war von innen. Perle. Das war Dreck von innen. Ich muss die Scheibe mal von innen sauber machen, vernünftig. Ja, weil das auch so sprenkelig aussah, ne? Ja, klar. Von der Lüftung wahrscheinlich. Von der Feuchtigkeit im Winter. Wenn sie hier Kondensfeuchtigkeit absetzt, ne? So astrein. Scheibe echt gut. So, diese Scheibe sieht wieder, so sauber war sie noch nie. Nur, wo ich sie neu geholt habe. So, jetzt kommt die andere Seite dran. Könnt ihr noch? Nee, ne? So. Jetzt machen wir es genauso. Das Ganze genauso mit der anderen Seite.
Schicki, schicki, schicki. Okay, zwei Drops rauf. Vielleicht wieder ein bisschen Feuchtigkeit, manchmal kann das ja nicht schaden. So leicht annebeln, ne? So, dann nehme ich noch mal zwei Drops. Einmal, noch mal. Ja, hier oben, da sieht man das. Das kann natürlich auch ein bisschen sein, Versiegelung vom Detailing, ne? In dem oberen Bereich hier. Aber hier hatte ich jede Menge Salz, konnte schon nicht mehr richtig durchgucken. Da war schon ein richtiger kleiner Schleier, hat sich da gebildet, den ich selbst mit dem Glasreiniger nicht weggekriegt habe, ne? Unglaublich. So, mache ich nochmal zwei Drops. In dem unteren Bereich wieder gründlich, ne? Da sitzt die Scheibenwischer, da geht man ja eigentlich ganz selten bei. So, hier können wir wieder kreisend arbeiten. Ja, hier gehe ich auch nochmal am Rand längs. So, dann kreisen wir uns hier mal durch die Scheibe. Nee, ihr seht das alles einfach, ne? Also ein bisschen drücken und dann passt das schon, ne? So. Aber wie gesagt, denkt dran, sie muss sauber sein, ne? Nicht, dass da Sand drauf ist, dass ihr euch mit dem Sand Kratzer hier reinpoliert, ne? So, hier im unteren Bereich noch mal ein bisschen liebevoll. So, hier können wir wieder kreiseln. So. So, ich mache noch eine Line hier sozusagen. Kreisel ich noch mal rum. Ganz trocken ist es nämlich noch nicht, aber es wird langsam trocken. Und da wische ich das mal ab. Dann gucke ich mir mal das Ergebnis an. So. Wo bekommt ihr das? Bei Amazon. Ihr könnt es natürlich auch direkt in Japan bestellen, würde ich nicht empfehlen. Gibt es für ein paar Euro bei Amazon. Gehört in jede Pflegekiste rein. Falls ihr das gleiche Problem haben solltet, und das werdet ihr bekommen. Das ist halt so, nach ein paar Jahren entstehen diese Grauschleier. Hatte ich bei allen meinen Autos bisher. Ich hatte schon mal so eine Glaspolitur, aber nicht so eine gute hier. Die ist echt klasse. Ja, die Japaner, die machen keinen Scheiß, ne? Ich meine, dafür ist die auch bekannt, glaube ich, die Soft 99. Die gibt das auch noch als Glaco. In so einer Dosierflasche mit einem eingebauten Schwamm, aber das finde ich scheiße. Weil da dosiert man dann Sachen, die man gar nicht dosieren will, ne? Weil man die so beknackt festhalten kann. So, ich glaube, ich bin fertig. Lass mal gucken. Ja. So, nun wischen wir das mal alles sauber. Äh,
fangen wir an oben. Ne? Dann fangen wir hier oben an, das runterzuholen. Das ist sehr geil. Das sehe ich jetzt schon, dass das sehr geil ist. Ich gehe dann natürlich gleich noch mal im Glasreiniger. Super, echt. Jetzt kommen natürlich diese fiesen Stellen hier. Lass mal gucken, seitlich. Sieht auch gut aus. Jetzt hier unten. Sieht auch gut aus. Auch gar nicht nacharbeiten. Sehr schön. So. So, da haben wir das Produkt jetzt hier runtergeholt. Das meiste. Und den Rest machen wir gleich mit dem Glas rein hier. Ich gucke nur noch mal, ob ich jetzt diese Schlieren hier habe noch. Nee, sie sind weg. Fantastisch, echt. Wirklich gut. Ja, sie ist von innen dreckig, das sehe ich jetzt hier. Ja, das ist von innen, ne? Natürlich nochmal abchecken. Wartet mal. Soll ich nochmal abchecken? Checky, checky. Ja, ist von innen. Gut. So, meine Lieben, das Produkt habe ich runtergeholt. Hier aus den Ecken rausgeholt, hier unten an dem Kunststoff abgewischt, hier oben an dem Glas, ist alles weg. Hier machen wir es auch nochmal. Das rein. Gut. So, meine Lieben, jetzt habe ich noch mal Glasreiniger rauf und gebe dem, verpasst dem Ganzen ein Finish. Ne? Aber es sieht schon von hier aus sehr, sehr geil aus. Muss auf jeden Fall auch von innen sauber machen. Ist ganz schön schädig. So, ein bisschen Glasreiniger hier rauf. Ist ganz glatt geworden, die Scheibe. Dann nochmal von der anderen Seite. Da oben auch noch. Hier ist eine Spinne, die hat hier nichts drauf verloren. Komm, hau ab. Du Spinne, du. Ja, wunderbar. Kein Grauschleier mehr. Der ist komplett weg. Der einzige Schleier, den ich sehe, ist der Dreck von innen. Und zwar da. Ja, siehst du. Wunderbar. Ich bin schwer begeistert, Leute. Ja. Super, das lasse ich jetzt mal ablüften. Glatt.
glatt wie ein Kinderpopo. Jetzt in diesem Zustand könntet ihr, wenn ihr denn wollt, ja, dieses, das sieht man, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, wie sauber die ist? Nee, ne? Egal. Aber ich sehe es von hier, wie schier die jetzt geworden ist. Na gut, sie muss noch ein bisschen ablüften. Also in diesem, ups, da gehen wir ein bisschen höher. Also das Zeug das verlinke ich euch. Licht ist mal ein bisschen scheiße, ne? So ist besser. Also das Zeug hier, das verlinke ich euch unter dem Video. Ist ja mit dem Schwamm, ne? So, und den, wenn ihr zu Hause seid, den Schwamm, den benutzen, den wascht ihr einfach unter Wasserhahn aus, trocknet den und packt den wieder zur Flasche. Die ist immer noch voll, ne? Also kommt ihr ewig mit hin mit dem Zeug. Wie viele Milliliter sind da drin? Ich kann es nicht lesen, das ist alles japanisch. Eine Telefonnummer habe ich hier, eine japanische. 100 ml, das sind 100 Milliliter drin. Und ihr habt gesehen, wie wenig man davon braucht. Das Produkt findet ihr unter dem Video. Ich habe es bei Amazon gekauft. Und hier habt ihr dann auch eine deutsche Bedienungsanleitung noch dabei. Das hat der Importeur hier raufgeklebt, ne? Damit ihr wisst, wie es geht. Aber ihr habt ja nun bei mir gesehen, wie es geht. Also wirklich einwandfrei. Okay, ein bisschen Arbeit ist es schon. Aber die Scheibe sieht aus, als wenn sie bei Carglass gerade frisch neu eingesetzt worden ist. Also ich bin nicht begeistert. Das ging mir schon letztes Jahr tierisch auf den Sack. Und da habe ich gesagt, 2023 mache ich das auf jeden Fall, nachdem ich den Wagen gedetailt habe. Also ich habe den Wagen jetzt gedetailt, ich habe die Scheiben komplett durchpoliert. Vielleicht mache ich auch noch die Seitenscheiben gleich. Warum nicht, ne? Dann hat man das auch schon erledigt. Und was man auch noch machen kann, das kann ich euch auch noch zeigen. Ein kleiner Trick. Wartet. Ein kleiner Trick. Viele Kona-Fahrer sind ja immer ein bisschen unglücklich mit ihrer Rückfahrkamera. So. Weil da ist ja öfter mal das Problem, dass die Rückfahrkamera ein bisschen unschön ist. So, hier habe ich noch mal einen sauberen Lappen. So, das Mikrofasertuch. So, und jetzt gehen wir hier mal ein bisschen runter. So, dass das irgendwie so hält. So, ich muss mal rüberwischen hier. Hab ich ein bisschen geforscht. Hier habe ich ein bisschen geforscht. So. Und dann gehen wir mal zur Rückfahrkamera. Und hier habe ich ein Produkt, das nennt sich Rain-X. Das ist eigentlich für die Frontscheibe. Das könnte ich jetzt auf die Frontscheibe, die ist ja nun allglatt sauber, die ist poliert, die ist sauber und auch die Scheibe hier ist sauber. Ich glaube, das werde ich auch gleich bei der Scheibe machen, hier hinten, werde ich Rain-X draufpacken. Aber Rain-X kann man auch auf die Linse der Kamera draufpacken. Also schütteln wir das Produkt, schalten mal in den Sprühmodus. Habe ich in Amerika gekauft, gibt es aber auch bei Amazon, kann ich euch auch noch unten verlinken, wenn ihr wollt. Schütteln wir das ein bisschen und hauen ein bisschen was von dem Rain-X. Das ist ja so ein Abperlzeug, ne? Würde ich nicht auf die Frontscheibe machen, denn kennt ihr sicherlich, wenn ihr in der Waschstraße seid und ihr fahrt durch den Regen und ihr wischt einmal durch die Waschstraße, durch das Zeug, was da raufgebracht worden ist auf die Frontscheibe, dann schmiert das ein bisschen. Das finde ich nicht so schön, aber für hinten und sowas ist das doch okay. So, und das haue ich mir jetzt hier rauf, ein so ein Tropfen und wische damit die Kamera ein. So, das lasse ich erstmal ein bisschen ablüften. Warte mal, noch ein bisschen Produkt auf die Kamera. So. Okay, das lasse ich ablüften und in der Zwischenzeit werde ich das Rain-X hier hinten raufbringen und dann können wir uns gleich mal angucken, wie das aussieht. Die Sonne geht auch schon unter, Alter. Lange hänge ich den hier schon wieder rum. So, und das Rain-X haue ich jetzt hier auf den Lappen. Oh. Nur eine dünne Schicht. Seht ihr das? Das heißt also, wenn hier Regen raufkommt, ich kann das nachher mal simulieren. Man soll drei Schichten hier raufhauen von dem Rain-X. Das ist natürlich jetzt ein perfekter Grundzustand. Sauber die Scheibe und poliert, ne? Das heißt, das
kann sich jetzt richtig gut mit der Scheibe verbinden. So. Und das müssen wir jetzt ein bisschen ablüften lassen. Und wenn es regnet, ich werde es euch gleich zeigen, während wir es ablüften lassen, gehen wir nämlich zum Rückspiegel und da hauen wir nämlich auch, uns auch das Renex rauf. So, lass mal gucken. Das ist der Rückspiegel. Das heißt, wenn es regnet, soll sich da kein Wasser festhalten. Na, manchmal hat man das ja. Also haue ich hier auch ein bisschen was von dem Renex auf den Lappen und versiegel damit meinen Rückspiegel. Das kriegt ihr übrigens auch wieder runter mit der Politur, ne? Mit der Glaspolitur. So, das mache ich auch auf der anderen Seite. Und dann melden wir uns hier hinten wieder, weil wir müssen es 2-3 Mal machen. So, warte mal. Zack. Ja, hier ist es schon angezogen. So, und jetzt haue ich hier die zweite Lage rauf. Das ist eine Versiegelung, ne? Nicht viel hilft viel, sondern einfach nur eine Schicht auftragen. So, währenddessen poliere ich schon mal die Rückfahrkamera aus. Das ist schon abgelüftet. Hier eine trockene Ecke hier. So, das heißt also, bei der Rückfahrkamera werden sich jetzt auch keine Tropfen mehr bilden, ne? Also die Rückfahrkamera wird jetzt die Tropfen abstoßen. Und nun haue ich hier die dritte Ladung rauf. Von dem Renex. So, dann haben wir hier 3 Schichten Renex drauf. Auf der sauberen, polierten Scheibe. So. Das mache ich jetzt auch noch mal an den Rückspiegeln. Und dann wird das einfach noch auspoliert nachher, ne? So, hier haben wir auch noch mal eine Ladung Renex drauf. Nehmen wir uns unseren Lappen. Und polieren das aus. So. Scheibe sieht wieder gut aus, Leute. Ich liebe es. Das war gut gemacht. Wirklich toll. So. Und nun kann ich mal mein Wasser nehmen und euch mal zeigen, was passieren würde, wenn es regnet. Dazu müssen wir mal gucken, ob ihr das sehen könnt, was ich da mache. Ja, so vielleicht, ne? So. Jetzt stellt euch vor, es regnet. Seht ihr das? Ups. So, das passiert. So,
Da hält sich nichts mehr drauf. Jo, das war's. Und so ist das auch bei der Rückfahrkamera und bei meinen Rückspiegeln. Ja, die Sonne geht unter, Leute. Leuchtet rot. Das bedeutet, morgen gibt es schönes Wetter. So, das Auto ist auch fertig. Wir haben es gewaschen. Ein Detailing haben wir gemacht. Die Rückscheibe ist poliert und versiegelt. Die Vorderscheibe ist nur poliert, nicht versiegelt. Und das war's dann, meine Lieben. Den Link zum Soft 99 haue ich euch unter das Video. Wenn ihr wollt, auch das Rain-X kriegt ihr auch bei Amazon. Das habe ich mir in den USA gekauft. Kostet nicht viel. Ich glaube, $5 habe ich dafür bezahlt. Und ja, macht es genauso. Solltet ihr einen Grauschleier haben, ist der jetzt weg. Peace, haut rein. Ich hoffe, das Video war ein bisschen hilfreich. Tschüss.